So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe und ich sage, die Prestigeaufgaben, ganz ehrlich, für mich sind das keine Prestigeaufgaben, das könnten genauso gut normale Aufgaben sein. Jetzt sollen wir eine Beutedrohne zerstören aus 100 Meter Entfernung. Eben sollten wir es ja aus 50 machen, jetzt halt doppelte Entfernung. Das Ganze werde ich wieder in der Arena solo probieren. Im Prinzip ist es ja genau die identische Aufgabe wie eben auch. Also einfach in einem Brennpunkt landen und dann hingehen und aus 100 Meter Entfernung halt die Beutedrohne wegballern. Ich denke mal, das dürfte eigentlich kein Problem sein, solange da kein anderer landet. Weil das könnte dann halt wirklich zum Problem führen. So, und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Like-Zeit, Kommentarzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann aber jetzt. Auf. So, weil bei 320 Abonnenten kommt nämlich unten noch eine Zahl dabei vom PaySafe-Code. Damit hilfst du nicht nur mir, sondern natürlich auch allen Abonnenten, die heiß sind auf die 10 Euro. Also in dem Sinne, lass dich nicht lumpen, drück auf den Abo-Button jetzt. So, dann gucken wir mal, wo der Brennpunkt ist. Das ist schon mal ganz gut, ziemlich am Ende. Obwohl, ob das gut ist, weiß ich auch nicht, weil ziemlich viele in der Arena hinten rausspringen. Also nicht hinten aus dem Bus, das ist klar, sondern ziemlich spät. So, wir werden natürlich lange, lange, lange Zeit im Bus bleiben. Ich hoffe halt wirklich, dass da keiner landet. Vor allem der Block wird auch ständig geändert, also eigentlich ist es schon geil da. Und da gibt es halt so viel Munition, aber egal was für eine Stadt gerade da ist. So. Raus. Ich hoffe einfach, es ist keiner da. Ganz entspannt eine AR sammeln und dann einfach eine Drohne vom Himmel holen. So, jetzt gucken, dass ich nicht gerade die Landung verkacke. Irgendeiner geht, glaube ich, mit mir runter. Die Drops liegen nicht an mir. Ich finde das so komisch, weil da steht nichts mehr mit Kodierungsfehlern. Weil bei FIFA zum Beispiel habe ich genau dieselben Einstellungen, auch wenn ich im Livestream bin. Und da ist nichts. Alles in Ordnung. So, ich versuche natürlich nicht gerade da unten zu landen. So, zack, 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 zack. Eine Falle brauchen wir natürlich nicht. Das war natürlich nicht der Plan. Wie ihr seht, durch die Lags ist natürlich alles runtergefallen. Ich brauche eigentlich nur eine AR. Mehr brauche ich gar nicht. Ah, da haben wir eine. Zack. Wo ist denn hier eine Kiste? Komme ich dann wieder hoch? Ach, egal, kriegen wir so hin. So, wo ist denn das weiteste, wo meine sehen? So, weiter zurück, weiter zurück, weiter zurück. Einmal getroffen. Nochmal. Nein, das war noch nicht weit genug. Okay. Die Grafik hier gerade voll verwirrend. So, da haben wir noch einen. Jetzt bin ich wirklich so weit wie ich kann. Haben wir denn noch mal einen ganz weit? Ja, der ist ja nicht weiter als 100 Meter. Mann, warum laggt das denn immer so? Das ist so nervig. Ist hier unten keins im Tal? Mensch, fliegt mir nicht hinterher. Gott, was ist das denn? Kommt das da hinten? Sind ja wohl. Da. So einfach ist die Aufgabe anscheinend gar nicht.
Problem ist, die erstmal auf Distanz zu halten. Das waren auch keine 100 Meter. Das sag mal. Wieso darf ich hier nicht bauen? So, jetzt gehen wir noch ein paar Meter weiter weg. Das waren aber 100 Meter. Da mussten wir Trick 27 einhalten. So, wie gesagt, ihr habt es ja gesehen, einfach so weit wie möglich weggehen von den Dingern und sie dann vom Himmel holen. Und dann würde ich sagen, war es das schon mit der Aufgabe. Wie gesagt, gerne ein Abo da lassen, wenn ich euch damit helfen konnte, weil die scheint anscheinend doch nicht so einfach zu sein. Also ihr müsst schon ordentlich weit weggehen. Und deshalb würde ich sagen, gerne ein Like da lassen. In dem Sinne, haut rein.